Ja, und ich habe einen Bonus von 23. Hver þar? Veiðimaður. Hver þar? Satt. Da kommt schon wieder eine Armee. Schweres Hippikon. Oh, und Schatten vom Hades. Die können zum Glück, glaube ich, nur mythische Einheiten killen. Ist ja auch egal. Schwere Toxoti können. Toxote können auch weg. So. Und euch da hinten mal rausholen. So, jetzt als nächstes wieder ein kurzer Leck. Auch gut. Das hier hätte ich gerne als nächstes. Wo sind meine Ulfsacks gerade? Da. Die könnten theoretisch da hinten das Dorfzentrum noch einnehmen. Okay, das kostet einen Haufen Holz. Oh. Jetzt kommen... Jetzt kommen wieder rote nordische Einheiten. Davon sind aber am schlimmsten die Kampfeber. Gut, der Kupferschild. Und jetzt endlich mal die Forschung. Die ist wichtiger als die Gebäudeforschung. Stärkere Einheiten sind einfach stärkere Einheiten. Ja, tatsächlich tut sich der Gegner hauptsächlich auf die Verteidigung als Anlage hier konzentrieren. Vermutlich, weil die am dünnsten besiedelt ist. Und wieder ein Wildschwein. Ach, lassen wir die Wildschweine da in Ruhe. Holen wir uns noch die vier da oben, verbessern unsere Nahrungsversorgung und dann bauen wir einfach hier unterhalb vom Dorfzentrum 6 Felder auf. Beim Augenblick kommen wir ziemlich gut klar mit den gegnerischen Angriffen. Mittlere Kavallerie. Ich bilde ja gar keine Kavallerie aus eigentlich. Skipan, gau. Skipan. So, noch zwei Axtwerfer. Und ein paar Huskarle. Hver þar? Ég vil. Oh, da kommt schon der nächste Angriff. Hver þar? Drat raus. Skipan. Naja, die mythischen Einheiten sind nicht so das Problem. Und dank meinen Huskarlen sind auch die Bogenschützen, die Toxoten, kein so ein Problem. So, alles wieder nach drinnen. Das Regen Life alles Mögliche heilen kann. Bitte töten. Danke. Skipan. Ich sollte auf jeden Fall jetzt dann die Anzahl der Nahrungssammler und der Holzsammler noch erhöhen ein bisschen. Skipan. Ach du meine Güte. Na, zurück latschen die außen rum auf meine dünnste Befestigung zu. In Anführungszeichen die dünnste, weil da ist eigentlich meine Armee vertreten. Ihr könnt hier am besten Stellung halten und alles kaputt werfen, was... Skipan.
Ja, das tat weh, sicher weh. Skipan, sat. Und der landet irgendwo. Skipan, samtigt. Jau. Der hat sogar die Landung noch überlebt. So, weg mit dem. Wieder rein mit der ganzen Truppe. Tilbuin. Tilbuin, wer da? Felder anlegen. Tilbuin. So, ihr beide könnt beim Holzfällen helfen. Skipan. Jau. Timbersweit. Jau. Jau. Hoch. Skipan. Okay, dich brauche ich nicht. Skipan. Satt. Hver þar? Samþykkt. Jau. Ég vil. Hver þar? Samþykkt. Tilbúin. Satt. So. Ja. Ich bin nicht gut im Zählen, kann das sein? Ja. Hver þar? Ja. Liegt vielleicht daran, weil zwei meiner Nahrungssammler Holzfäller geworden sind. So, verbessern wir mal das Holz sammeln. Und als nächstes die Verbesserung hier, würde ich sagen. Bessere Schilde können wir auf jeden Fall schon mal. Weil noch haben wir es nicht überstanden. So, ihr könnt mal hier ein bisschen reparieren. Oh! Sie wollen hier durchbrechen. Das finde ich nicht so schön, dass sie da durchbrechen wollen. Da sollte ich vielleicht da noch ein paar Axtwerfer abkommandieren. Die wenigstens helfen, die zweite Verteidigungslinie zu halten. Und am besten hier hinten noch eine rückgelagerte Verteidigungslinie errichten. Ja, Rammen gegen Helden. Wer gewinnt? Die Helden. Oh ja, jetzt kann ich das immer noch nicht erforschen, weil ich dafür immer noch mehr Holz brauche. Jetzt kann ich es aber erforschen. Und dann könnte ich noch bessere Dorfzentren erforschen. So. Ihr macht mal hier zu. Während hier weitere von euch angefordert werden. Also Gold brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich bräuchte ja nicht mal einen Marktplatz. Einfach weil ich es kann, die Forschung mal. Obwohl bessere Dorfzentren sind wichtiger. Bessere Waffen und Rüstungen sowieso. So. Okay, eine neue Verteidigung. Hier zusammen. Machen wir sogar hier ein Tor hin, dass wir die Axtwerfer hier reinschicken können. In den inneren Ring. Und ihr einfach mal hier weitere Türme errichtet, die Unterstützung geben. So, noch ein paar Hersen mehr. Und ja, man merkt, ich
lass die mythischen Einheiten wieder total außer Acht. Wow. Wow, 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 wow. Das war nicht so geplant. Wenigstens kommen meine schweren Aufsergs gut mit denen klar. Aber halt nicht mit den Rammböcken und allem. So, das hat mich jetzt Truppen gekostet. Von denen habe ich noch genug Hersen. Oder ich schicke meine drei Offs. Oh, da kommt schon die nächste Welle. Also friere ich da hinten mal ein bisschen was ein. Das sollte helfen. Hier beschwöre ich eine Goldmine. Auch wenn ich genug Gold hier noch überall rumliegen habe. Also an Gold wird es mir nicht mangeln in der Mission. Gut. In Dorfzentren ist alles fertig. Bessere Waffen auf jeden Fall. Und auch bessere Schilde. Kann ich das nicht verfrüht abbrechen? Nein, ich kann nur sehen, was aktiv ist. Gut. Tilbuin? Und ich kann auch in der Diplomatie nicht gucken, welche Gegner ich habe. Die Forschung da ist noch nützlich, denke ich mal. Odysseus kommt. Er wird bald mit einer großen Armee hier eintreffen. Odysseus? Bei allen Göttern bin ich froh, ihn zu sehen. So, macht jetzt bitte hier mal wieder die Mauer dicht. Bevor da jetzt gleich wieder die nächste Armee kommt. Genau, die da nämlich. Okay, soviel zu meiner Mauer. Ich glaube, die kriege ich nicht mehr heil. Ich glaube, hier komme ich nur noch mit Truppen klar. So, wie sieht's hier aus? Hier sieht's gut aus. So. Noch mehr Truppen. Die Armee weg. Und Regen live zu haben, ist wirklich ziemlich gut. Auch wenn das jetzt die letzte Mission ist, in der wir mit dir arbeiten können. Also gut, da sie sich immer auf das schmale Ding hier konzentrieren. Nein, ihr sollt nicht da rein. Ihr bringt nämlich gar keine Verstärkung von dem Turm, da ihr Axtwerfer seid und keine Bogenschützen. Ihr repariert zur Sicherheit mal hier drüben und ja, die Verteidigung haben sie kein bisschen angekratzt. Hätte ich die offen gelassen. Ihr sollt den Ruhm nicht alleine ernten. Odysseus, oh, nice. Die letzte Stunde des Zyklopen hat geschlagen. Lege, Odysseus, Lege,
Ja, wir haben nämlich Myrmidonen. Die sind stark gegen reguläre Einheiten der Ägypter und Wikinger. Ja, und mit den Einheiten... ja, alles ist jetzt Elite geworden, einfach mal, so. Ja, mit der Armee können wir jetzt einfach vorstoßen. Und hier oben Gagarensis bei den gelben Fahnen töten. Jo, aber da kommt auch eine Angriffstruppe. Die wäre es erstmal zurückschlagen. Ihr beide könnt ruhig hier weiter reparieren. Während wir alles losschicken. Wir haben sehr viel Überbevölkerung. Ja, das sind... Odins Riesen, die sich uns in den Weg stellen. Ja, und die Myrmidonen klingen wie Männer, auch wenn sie weiblich aussehen. Und ziemlich weiblich klingen auch. Aussehen auch. Und ziemlich weiblich. Also ihr Name klingt ziemlich weiblich. So, die Truppen da unten können wir getrost ignorieren. Ah, aber Odysseus sollten wir nicht so sehr hinterherhängen lassen. Hier wäre sogar eine Reliquie. Und noch einer von Gagarensis Angriffstruppen. Der Huskal kann sich zurückziehen. Und da würde noch ein Angriffstrupp von Gagarensis roten Truppen kommen. Den kriegen wir aber eigentlich auch ziemlich schnell tot. Während hier sich der Rest um Gagarensis kümmert. Wow, der übrigens Einheiten packen und wegwerfen kann. So, gewonnen. Ich bin froh, dass ihr eure Meinung geändert habt. Ich war fast schon zu Hause. Da sah ich im Traum meine Stadt in Ruinen und Athene sprach zu mir. Ich kenne den Traum. Wie habt ihr uns gefunden? Nun, das schreckliche Gebrüll und der Lichtblitz waren sehr hilfreich. Das besiegelte die Träume von ihm dort. Das ist erledigt. Wir sollten uns nach Schiffen umschauen. Die Heimat winkt. Eine gute Idee. Ajax. Wollt ihr ihn nicht mit nach Atlantis nehmen? Ihn irgendwo in einem Käfig ausstellen? Nein. Er wird meine Heimat nie betreten. Das ist für Chiron. Jo. Damit kehren wir ins Kampagnenmenü erstmal zurück. Denn wir begeben uns jetzt ins große Finale der Hauptkampagne. Ja, wir haben viel geschafft in der Aufnahmesession, worüber ich froh bin. Nämlich ganze 4 Missionen mal wieder. Und bevor wir uns mit Mission 31, willkommen zu Hause, beschäftigen, mache ich erstmal wieder einen Cut. Aber vorher das Resümee, wie immer. Brunnen der Ute habe ich schon das letzte Mal vorgelesen. Aber nochmal, um in die nordische Unterwelt vorzudringen und Gagarensis aufzuhalten, müssen unsere Helden den Brunnen der Ute erobern. Haben wir gemacht. In der Unterwelt... Gagarensis schickt sich an, das Tor des Nordens zu öffnen. Werden unsere Helden genügend Soldaten haben, um ihn aufzuhalten? Ungleiche Helden. Akanthus wird vom Tor vertrieben und alles scheint verloren. Es sei denn, es gelingt den Zwergen, Thors Hammer rechtzeitig fertigzustellen. Noch ist nicht alles verloren. Mit Unterstützung eines alten Freundes versuchen unsere Helden, Gagarensis wütenden Vergeltungsschlägen standzuhalten.
Ja, der alte Verbündete, das war Odysseus. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.